Ja, jetzt begrüßen wir die Frau Dr. Susanne Hilken. Frau Dr. Hilken, sind Sie da? Ja, ich glaube ja. Perfekt. Toll. Ich lese hier ganz schnell, Sie sind Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie. Ja. Aber Sie können darüber hinausgehend auch was, oder nicht darüber hinausgehen, sondern das betrifft ja genau Ihr Fachgebiet, so ein bisschen was zu den Grundlagen der Panikmache vermutlich und des Erfolges dieser Panikmache sagen. Ja, ich hoffe. Also für mich ist es eine Straße, die ich entlang gegangen bin in der letzten Zeit, die mich sehr hat einsam werden lassen. Ja. Weil ich feststellen musste, dass meine ganzen Familienmitglieder sich alle sofort haben impfen lassen. Oh shit. Es gibt keinen Ungeimpften und ich bin nicht durchgedrungen mit meinen Mahnungen. Die meisten wollten mich gar nicht anhören, ganz anders als das früher der Fall war, wo sie mich nach allem in meiner medizinischen Meinung gefragt haben. Und selbst mein bester, von mir enorm geschätzter, kluger Freund, der selbst Arzt ist, hat quasi diesen ganzen Corona-Dreck sofort klaglos und sofort mitgemacht, hat sich auch impfen lassen, der Freundeskreis, die Nachbarschaft, alle sind durchgeimpft. Mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein, dass diese Menschen wie eine Motte nachts, wenn ich da draußen sitze im Hochsommer und eine Kerze habe, da reinfliegen. Ja. Und ich dringe nicht durch. Was ist das? Wie kann das sein? Ich bekomme das Gefühl, ich bin der einzige Mensch fast weit und breit, der anders denkt, aber ich dringe nicht mehr durch. Und die Ärzte sind bizarr. Also mein Kardiologe hat da mit der FFP2-Maske gesessen. Ich habe die ganze Zeit ohne Maske gesessen, weil ich das von der medizinischen Seite für mich nicht rechtfertigen kann. Dann habe ich ihn gefragt, wie es ihm geht. Da hat er gesagt, beschissen. Dieser Mann ist top. Das ist ein extrem guter Arzt und ich schätze ihn sehr. Das ist ähnlich wie mein Freund. Ich liebe den. Meine Schwester, die den ganzen Kindern, weil sie Lehrerin ist, diese Masken aufzwingt. Ich habe ihr gesagt, guck dir bitte dieses Urteil an von dem Weimarer Gericht. Du bist dran. Was ist los mit euch? Da bin ich nur der Fremdkörper und bizarr. So, und ich habe immer, sehe schon förmlich in ihnen, dass sie sagen, was ist denn jetzt eigentlich mit Susanne los? Das kann doch gar nicht sein. Und dann habe ich mich gefragt, gut, was kann ich denn von den Grundlagen hier, die ich recherchieren kann oder teilweise, die ich aus meinem Fachgebiet kenne, eigentlich dazu beitragen? Und es ist ganz klar für mich, man kann Geistesstörungen erzeugen. Es gibt zwei Beispiele. Der Werther-Effekt, das ist mir damals, als der Werther erschienen ist von Goethe, haben sich diverse Leute nach der gleichen Suizidmethode umgebracht und haben das Gleiche, wie diese Romanfigur getragen hat, bei ihrem Suizid getragen. Und dieser Werther-Effekt ist gut untersucht. Da gab es dann irgendwann mal diesen Fernsehfilm Tod eines Schülers. Da haben sich auch alle möglichen Schüler anschließend suizidiert. Und das ist ein weltweites Phänomen. Und man kann ganz klar sagen, auch statistisch, die Leute hätten sich nicht das Leben genommen, wenn nicht dieser Film gelaufen wäre. Also man kann Geistesstörungen erzeugen. Zweites Beispiel wäre das Stockholm-Syndrom. Auch da kann man feststellen, die Leute drehen ab und werden völlig unnormal, wenn man sie entführt. Und wenn die Verbrecher massiv Exekutionen vornehmen, zum Beispiel den Flugpiloten vor den Augen der Passagiere exekutieren, dann sagen diese Betroffenen, Entführten, ja, das ist richtig, hat er richtig gemacht. Also man kann Geistesstörungen erzeugen, das kann ich erstmal sozusagen jetzt schon ganz klar als Psychiaterin sagen, an diesen beiden Beispielen. Ich könnte Ihnen viele bringen, aber dann kommen wir nicht mehr zu anderen Wesentlichen. Lassen Sie uns kurz erklären, weil nicht jeder weiß, was der Werther-Effekt ist. Das ist ein Roman von Johann Wolfgang von Goethe gewesen, Die Leiden des jungen Werther. Ich meine, der beschreibt da einen
einen, wir würden heute sagen, wie heißt das Zweite, was wir machen? Ein Rechtspraktikant heißt das nicht. Wie heißt das, was wir machen im Referendariat, ein Rechtsreferendar, der irgendwie eine unglückliche Liebe hat und sich umbringt. So. Und das andere betrifft eine Entführung in Stockholm, wo am Ende, um es ganz kurz zu machen, zumindest einige der Entführten plötzlich auf Seiten der Täter, der Mörder standen. Ne? Das ist so ungefähr die Geschichte, ja. Ja, ganz genau. Jetzt habe ich beispielhaft einige psychologische Experimente, die ich kurz darstellen möchte, einfach um klarzumachen, was kann man sich denn noch so denken? Denn natürlich liest man diese Dinge nicht in psychiatrischen Lehrbüchern. Also das habe ich jetzt sozusagen eins und eins zusammengezählt und habe also diese, will Ihnen jetzt über einige Experimente kurz etwas sagen. Das erste ist das Stanford University Experiment. Da hat man in einer Anzeige Studenten gesucht, amerikanische Studenten, und hat unten im Kellerraum eine Art Gefängnis eingerichtet und hat dann diese Gruppen zufälligerweise aufgeteilt. Also die einen waren die Wärter und die anderen waren dann die Gefangenen. Und die Wärter hat man entsprechend gekleidet und die Gefangenen hat man entsprechend gekleidet. Die Gefangenen hatten Zahlen und durften ihre Namen nicht mehr nennen, sondern mussten sich immer mit der Zahl nennen. Und dann begannen die Schikanen. Die haben also die Wärter haben die Gefangenen so maximal schikaniert, dass nach wenigen Tagen eine Gefangenenrevolte entstand. Und einige der Gefangenen hatten dann Nervenzusammenbrüche und einer hatte einen schweren Hautausschlag. Die mussten dann rausgenommen werden. Und am Tag 6 dieses Experiments ging alles so drunter und drüber, dass es abgebrochen werden musste. Was kann man daraus entnehmen für Corona? Man kann auf der einen Seite sagen, ganz normale Studenten aus dem Mittelstand, aus der Mittelschicht, nichts Auffälliges, können sich unter kürzesten Umständen wie übelste Sadisten benehmen. Und das ist für mich jetzt auch ein Beispiel der Psychiatrisierung. Ich kann also, wenn ich die Umgebungsbedingungen entsprechend gestalte, kann ich sozusagen das, was nur latent in dem Menschen an Bösem angelegt ist, herauskitzeln und kann ihn zu einem Maximalbösen, vielleicht sogar zu einem Monster machen. Das geht mit ganz normalen Leuten. Zweites Beispiel ist das Milgram-Experiment. Da hat man Folgendes getan. Die Versuchspersonen haben vermeintlich Leute gefoltert mit Elektroschock bis zur Todesgrenze. Das wurde ihnen vorher auch vom Versuchsleiter mitgeteilt, wo die Grenze ist, wo das gefolterte Opfer sterben würde. Und das war so eine Art Schüler-Lehrer-Situation, also die Folteropfer sollten lernen. Das war natürlich alles Fake, die gab es nicht wirklich. Aber es gab Schreie und es war natürlich lebensecht für die Versuchsperson. Und dann hat der Versuchsleiter gesagt, ja, du musst den noch aber jetzt bestrafen und so weiter. Bis zu dem Punkt, wo die dann zu Tode Elektroschocks gekriegt haben. Was entnehme ich dem? Menschen haben die Valenz, böse zu sein, und man kann sie unter bestimmten Umständen zu ganz und gar hinterhältigen Mördern und Monstern machen. Das ist möglich. Das zeigt dieses Experiment. Dann gibt es ein weiteres, das auch im Corona-Zusammenhang interessant ist. Das ist von Asch, ein Konformitätsexperiment. Ich weiß nicht, ich halte das mal so, dass man das vielleicht jetzt sehen kann. Da hat man den Versuchspersonen 3 Referenzbalken gegeben und hat gesagt, dieser Balken, welchem entspricht der? 1, 2 oder 3? Dann haben natürlich die Versuchspersonen immer gesagt 2. Also völlig korrekt. Das ist also zu fast 100% immer richtig benannt worden. Dann haben sie Leute drumherum gesetzt, die waren Kollaborateure des Versuchsleiters. Und diese Leute haben dann manchmal korrekt gesagt, ja, das ist das. Und manchmal nach Absprache haben sie gesagt, ja, aber das ist doch das. Und dann haben die Versuchspersonen zu
75% gesagt, ja, das ist das. Also das nicht. Nur 25% der Versuchspersonen haben gesagt, das blieben quasi bei der Wahrheit, die ja nachweislich für alle erkennbar war. Und es war ja ein sehr einfacher Versuchsaufbau. Also was kann man sagen? Es gibt einen enormen Gruppendruck. Und wenn überall im Fernsehen immer das Gleiche erzählt wird, und jetzt kommen wir zum Thema der Propaganda. Propaganda ist eine Monopolisierung der Informationen. Das heißt, immer nur das Gleiche wird eingehämmert. Die deutschen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg haben den belgischen Kindern die Hände abgehackt. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Am Ende hat die britische Bevölkerung diese Kriegslüge geglaubt oder die Lüge der Brutkasten in Irak. Ja. Das wird geglaubt. Und wir haben seit über einem Jahr, und das ist auch interessant, bei Menschen langfristig, also kleine Veränderungen kriegen Menschen ganz, ganz schlecht gebacken. Wir haben seit einem Jahr überhaupt gar keine Nachrichten mehr, also diese trotzdem für mich auch schon Pseudonachrichten vorher, aber die gibt es ja alle nicht mehr. Es gibt ja jetzt nur noch immer dieses Corona-Thema und die Toten, die wir auf der Straße nicht finden, die gibt es eben im Fernsehen. Und der Arzt, den wir im normalen Leben nicht mehr aufsuchen können, der ist ja eben, wird uns ja im Fernsehen präsentiert und dann wird so chirurgenmäßig dargestellt, hier könnt ihr alle mitmachen, das ist die große Chirurgenshow und ihr müsst euch eben schön die Hände desinfizieren und ihr müsst immer schön die Masken tragen und Abstand halten und so weiter. Und dann wird dieses ganze Spiel quasi wie so eine Reality-Show, habe ich mir abgeleitet, wird dieses Spiel quasi gespielt und die meisten Leute fallen drauf rein. Als Propaganda und als Reality-TV-Show. So erkläre ich mir das. Ich komme zu keinen anderen Schlussfolgerungen, kann man natürlich, aber ich bin mittlerweile der Meinung, dass wir es mit sehr, sehr bösartigen Menschen zu tun haben, die diese Dinge sich ausdenken. Und deswegen sage ich einfach mal, dem ersten Augenschein nach interpretiere ich das jetzt als bösartig. Ich lasse mich gerne überraschen, wenn es nicht bösartig ist, bin ich froh, aber ich interpretiere es eben anders. Dann kommen wir zum Thema Geistesstörungen, die man erzeugen kann. Es gibt das MK-Ultra-Programm, also ein Gehirnwäscheprogramm der CIA. Das ist in den 70er und 80er Jahren gelaufen. Angeblich wurde es dann beendet, was ich aber nicht glaube. Und da ist Folgendes gemacht worden. Man hat Leute auf der Straße, also irgendwelche Obdachlosen genommen oder psychisch Kranke in Krankenanstalten und hat die dann mit Gehirnwäsche behandelt. Hat sie unter Drogen gesetzt, hat sie wochenlang schlafen lassen, hat ihnen Mescalin oder LSD nach Belieben verabreicht. Wenn die dann Horrortrips hatten, konnten diese Patienten oder diese Menschen das gar nicht mehr zuordnen, hat die schwer traumatisiert, hat die also gefoltert und hat da so seine Spielchen gemacht. Hintergrund war, dass damals der Kalte Krieg eben sehr tobte und die Russen halt diese ganzen Showprozesse gemacht haben und die Amerikaner gefragt haben, wie können die das denn, dass die Leute alle so verdreht sind und plötzlich Dinge sagen, ja, wir haben, was weiß ich, Tausende von Patienten, was weiß ich, getötet, obwohl gar nichts war. Oder wir wollten Stalin ermorden, obwohl nachweislich gar nichts war und die gar keinen Zugang zu Stalin hatten und irgendwelche Geschichten erzählt haben, die so absurd waren, dass die Amerikaner und die CIA gesagt haben, das können wir uns ja nicht erklären. Also und jetzt machen wir das mal nach und gucken, dass wir gute Spione finden und dass wir Leute ausbilden und so weiter und gucken einfach mal, wie weit kann man dann gehen, wenn man Menschen so drangsaliert, was kann man dann rausholen. So diese ganzen bösen Dinge sind ja alle schon passiert. Also sind vom Psychologen durchgeführt worden, vom Psychiatern mitgemacht worden und im Grunde gibt es da ja gar keine Grenzen, weil das, was veröffentlicht wird, ist wahrscheinlich nur die Spitze des Eisberges. Wer weiß, was noch alles
zugelaufen ist. Wir wissen von Guantanamo, was weiße Folter betrifft, dass die perfektioniert wurde. Und jetzt komme ich auch wieder zu Corona, weil weiße Folter hat viele Merkmale, die wir jetzt auch in der Behandlung der Bevölkerung finden können. Die Isolierung von anderen, die Monopolisierung der Beziehung, das heißt also, dass in dem Fall jetzt das Fernsehen, das ist natürlich nicht so extrem wie bei der weißen Folter, die man in Guantanamo gemacht hat. Da geht es jedenfalls am Ende darum, den Willen zu brechen, diesen Leuten ihre Persönlichkeit quasi auszutreiben und zu rauben und sie zu einem totalen Gehorsam, zu einer totalen Unterwerfung zu zwingen und eben menschlich gesehen zu brechen. Und dieses Programm ist dann weiter verfeinert worden im sogenannten Mind Control. Da gibt es sehr viel im Internet. Das kann man dann ja, wenn man sich dafür interessiert, Mind Control mal recherchieren. Opfer, die da sprechen, denen ich persönlich glaube, muss sich aber jeder selbst ein Bild machen, berichten da ganz und gar Abartiges, was auch unter anderem wieder die CIA macht, um Superspione oder Super Soldiers, also Supersoldaten und so weiter zu erzeugen. Das heißt, wir haben hier, wenn wir sozusagen mal schichtweise tiefer graben, stellen wir fest, dass das sehr, sehr schwarz und sehr böse ist, was da gemacht wird. Weiterer Punkt, ich selbst habe seit, glaube ich, 20 bis 30 Jahren kein Fernseher mehr angemacht und keine Tageszeitung gelesen. Alle die, von denen ich jetzt spreche, gucken fern. Und dann habe ich mich gefragt, ich weiß das eigentlich, also dass der Fernseher einen unter Trance setzt, und zwar schon nach 30 Sekunden. Nach 30 Sekunden funktioniert das Gehirn anders, als es unter Normalumständen funktioniert. Und leider habe ich jetzt in der Vorbereitung nicht mehr rausfinden können. Das hatte ich im Kopf. Ich glaube, dass es lange über das Ende der Fernsehsendung hinaus diese Trance noch gibt. Also ich meine zu erinnern 3 Stunden. Und innerhalb dieser Trance ist es dann so, dass der wichtigste Teil unseres Gehirns, das ist der Präfrontalkortex, also das ist hier direkt hinter der Stirn. Mit diesem Teil steuern wir unsere Aufmerksamkeit, unsere Handlungsplanung. Da ist unser Arbeitsspeicher, da findet unsere Initiative statt, unsere Willensbildung, das Zeitgefühl, unsere Moral, die Selbstreflexion und das abstrakte Denken. Das wird direkt ausgeschaltet, wenn ich fernsehe. Und jetzt kann ich beeinflussen, das ist aus den 70er Jahren nachweislich, dass sie das im Fernsehen gemacht haben. Und zwar können sie sogenannte subliminale Botschaften setzen. Das heißt, die nimmt man wahr, ohne sie zu bemerken. Da kann ich zum Beispiel einspielen, trink Cola oder gehorche der Regierung. Das ist in den USA in den 70er Jahren passiert. Das kann ich theoretisch auch heutzutage machen. Ob das passiert, kann ich nicht beurteilen. Also ich kann die Leute sozusagen unter Trance setzen, ihnen quasi ihre höheren menschlichen Fähigkeiten nehmen und kann bestimmte Affekte erzeugen. Ich kann zum Beispiel Leute wütend machen oder ich kann sie high machen. Das geht alles über das Fernsehen. Und zwar hat das zu tun mit der Taktung, mit der Frequenz, in der bestimmte Bilder kommen. Und je nach Frequenz passiert das eine oder das andere. Und ich kann eben bestimmte Botschaften geben, die jetzt beispielsweise dazu führen, dass ich meinetwegen jemanden, den ich instinktiv nicht mag, dass ich den aber plötzlich nett finde, beispielsweise. Sodass ich ganz stark über das Fernsehen und auch sicherlich spielen die Zeitungen dann eine weitere Rolle, weil wenn ich das alles monopolisiere, dann kommt nur das quasi noch bei den Zuschauern an, was meinetwegen bestimmte Kontrolleure über das Fernsehen oder über die Zeitung eben senden wollen. Und auch das kann man jetzt glauben oder nicht glauben, aber man kann eben auch selbst recherchieren und feststellen, dass diese
Medien alle in der Hand von ganz wenigen Leuten sind und es zumindest möglich ist, dass die als Monopol tätig sind. Aber Frau Dr. Hilken, jetzt ist es ja so, nicht jeder, der, also wir haben ja auch viele Leute, die gucken gar kein Fern mehr, jetzt unabhängig davon, dass sie sich jetzt nicht in unserer Blase bewegen, sondern, wie will man, also, sondern dass die jetzt auch gerade jüngere Leute, die gucken ja ganz wenig Fern, weil sie das auch altbacken finden und die sind eher im Netz unterwegs oder sind eben auf Facebook und so weiter. Also ja, aber Netflix, Amazon gucken sie sich schon an. Gut, aber da wäre ja jetzt die Frage von diesen, das ist ja, glaube ich, so ein Alpha-Wellen-Phänomen, dieses, dass man da in so einen leichten Trance-Zustand gerät oder so. Ist das denn das Gleiche, auch wenn man im Computer guckt? Und dann wäre ja die Frage, kommen da natürlich aktuell, kommen ja viele immer auch zwischengeblendet, lass dich impfen oder es taucht da drunter zumindest nochmal irgendwie Covid, Achtung, genau. Gefahr oder sowas auf. Ist das dann die gleiche Sache oder ist das ein reines Fernsehphänomen, dass man jetzt, also die Glotze, dass die diese Alpha-Wellen macht, die eigentliche, oder ist das eben auch mit dem Computer das Gleiche? Haben Sie da was zu gefunden? Also es muss das Gleiche sein. Es ist bekannt, also aus einer Studie, ich meine aus Korea, dass von den Jugendlichen 60% abhängig sind vom Smartphone. Die kriegen Unruhezustände, wenn sie das Smartphone ausschalten müssen. Und es ist auch bekannt, dass man zum Beispiel bei Facebook, wenn man solche Likes bekommt, dass das dopaminerge System im Gehirn anspringt und dass ich Belohnung kriege sozusagen. Das heißt also, diese Abhängigkeitserzeugung wird bewusst benutzt von diesen Medien. Und ich nehme an, dafür gibt es aber keinerlei Aussagen. Also das mit dem Fernsehen hat immerhin, haben seriöse Quellen publiziert. Aber für das Internet gibt es da meines Wissens keine seriösen Aussagen. Aber ich nehme an, dass es das Gleiche ist. Vielleicht schlimmer, weil eben, wie gesagt, die Abhängigkeit, also das ist beim Fernsehpublikum ja auch bekannt, dass es diese Dauerglotzer gibt, die auch abhängig sind vom Fernsehen. Aber das ist definitiv über das Internet, über Smartphones und so weiter, ist das in jedem Fall auch zu vermuten. Also es kann ja auch allein diese Dauerwiederholung, dass es eben auf allen Medien, man schaltet da ein, man schaltet da ein und da ein und überall wird gesagt, oh, wir haben die große Gefahr, oh, das Impfen ist der Exit. Ich meine, was ich schon erstaunlich finde, das ist eben, das hatten wir auch schon mal thematisiert, dass die Leute eben, die sogar kritisch sind, teilweise, wenn sie dann beim Arzt sind und der sagt, ach, ich habe da gerade noch eine Dosis übrig, wollen Sie sich rasch noch mal impfen lassen? Dann also haben die, so schnell kann man gar nicht gucken, den Ärmel hochgekrempelt und das ist schon wirklich erstaunlich. Das ist in meinem Freundeskreis auch passiert, wo ich mich gewundert habe, weil die Leute durchaus, die würde ich schon als aufgewacht auch bezeichnet haben und sobald die erste Gelegenheit war, zack, zugegriffen und haben sich impfen lassen. Das ist, also wie soll man sich das sonst anders erklären? Das ist natürlich auch der Effekt von Propaganda. Bei den jungen Menschen fällt mir das auch noch viel, viel stärker aus als jetzt bei meiner Generation, dass die das alles total gläubig hinnehmen. Und dann kommt, mir ist immer das Bild gekommen, das ist wie zu der nationalsozialistischen Zeit, da muss es ja auch so gewesen sein. Da hat diese Gehirnwäsche als Massenpropaganda ja auch schon funktioniert. Und bei diesem Ash oder dieses Konformitätsexperiment, ist es denn, weiß man was über die Persönlichkeitsstruktur der 25%, die dann immer noch gesagt haben, ich sehe den Pfeil so, wie er ist, der ist einfach so lang wie die Nummer 2? Also ich glaube, darüber weiß ich nichts. Es wurde jedenfalls nicht beschrieben. Ich beziehe mich da auf Wikipedia als Quelle. Wer das jetzt war, das ist natürlich eine interessante Frage. Es gibt ja so ähnliche Untersuchungen während der Zeit des Nationalsozialismus, dass Leute Juden geholfen haben, sich zu verstecken. Und da konnte man nur ein Merkmal finden, die waren unabhängig von allen anderen. Einige waren Kommunisten, einige waren Christen, also die hatten ganz unterschiedliche Glaubenskonzepte. Manche waren ganz einfache Leute und also man konnte sich eigentlich keinen Reim drauf machen,
Die Leute hatten nichts miteinander gemein, außer dieser Tatsache, dass sie wohl unabhängig von anderen zu ihren eigenen, ja vielleicht zu ihren normalen menschlichen Instinkten imstande sind. Und das nehme ich an, dass bei diesem Konformitätsexperiment von Asch das auch vielleicht zeigt, wo diese 25% der Leute, warum die sich da anders verhalten. Aber was bedeutet Unabhängigkeit in diesem Sinne? Waren das Leute, die waren eher auch schon so Eigenbrötler vorher, oder waren das Leute, die wirtschaftlich unabhängig oder eben haben sie... Nee, einfach geistig gesprochen, die sich wohl, also ich ganz einfach gesagt, die sich von der Propaganda nicht haben blenden lassen. Und die einfach ihre Mitmenschen als Mitmenschen gesehen haben. Und so erkläre ich es mir. Ja, das macht Sinn. Das hatte, darauf hatte auch Professor Wallach hier als Hilfsmittel, um gegen die Angst anzukommen, hingewiesen. Ja. Einfach abschalten. Und auch der englische Psychologe, den wir letztes Mal gehört haben, der hat dasselbe gesagt. Hast du noch gefragt, wie kommt das, dass die dabei mitmachen und andere eben nicht? Ja, das sind die, die es schaffen, sich unabhängig zu machen, indem sie sich abkoppeln von dieser Dauerberieselung. Also mir persönlich geht es einfach so tierisch auf den Senkel, dass selbst wenn ich noch Fernsehen gucken würde, was ich nicht tue, dann spätestens abschalten würde. Und ich kann nicht begreifen, warum dieses, Sie haben eben gesagt, es gibt gar keine Nachrichten mehr. Das stimmt ja. Mhm. Ne? Nur noch Corona, Inzidenzen, Impfen, Dauerwerbeschleife. Ich kann überhaupt nicht verstehen, warum eine doch sehr große Anzahl von Leuten, ich glaube vollkommen unabhängig davon, ob sie gebildet sind oder nicht, im Gegenteil, ich glaube sogar, die Gebildeten sind noch eher diejenigen, die dem auf den Leim gehen, dass eine so große Anzahl nicht sagt, ey, was ist denn das für ein Scheiß, jetzt reicht's mir, aber ich habe es zum 2000. Mal gehört, ich will das nicht mehr, aber die reagieren also, dann nicht. Angsterzeugung scheint ja eine sehr, sehr große Rolle zu spielen bei dem ganzen Thema. Und da, also Angst frisst Hirn. Ja. Angst also, essen Seele auf. Genau. Das heißt also, hier haben wir schon wieder die Blockierung des kritischen Denkens, wie bei der Trance. Angst führt dazu, dass ich gehorsam bin und das mache, was mir da geraten wird. Das heißt, Angst erhöht die Compliance. Aber vielleicht ist es auch so, ich kann auch möglicherweise den Kick bei der Angst, kann mich so daran gewöhnen, dass ich davon abhängig werde, dass ich wie auf Droge bin. Und dann brauche ich ja die Angst, damit ich mich vital fühle, damit ich irgendwie gepusht bin. Weil das fällt mir auch auf, dass das, wie kann das sein, dass diese Angst gar nicht weggeht? Ich sehe ja gar keine Toten. Nirgendwo. Das entzieht, wenn ich nicht die Medien hätte, wüsste ich ja gar nicht, dass es eine sogenannte Pandemie gibt. Ja, ich habe. Ich würde ja nichts an. Wenn ich die normalen Statistiken nehme, hatten wir ja auch eine Untersterblichkeit. Ja. Das wird sich jetzt schnell nach den Impfungen ändern. Da haben wir wahrscheinlich jetzt sehr bald eine hohe Übersterblichkeit. Aber da gibt es ja eigentlich im normalen Leben überhaupt gar keinen Grund, Angst zu haben. Und die Leute schieben aber diese quasi, sind wie auf Droge, sind in dieser Angstschiene drin und laufen auf der weiter. Und wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, sagen wir mal eine Hypnose-Konstellation oder jemand hängt in so einem Wahn fest, haben Sie denn da aus eigener Beobachtung mal feststellen können, was die Leute von so wahnhaften Vorstellungen oder von so tranceartigen, vielleicht auch sich selbst irgendwas einreden? Es gibt ja auch Leute, die, wenn wir an diesen, ich glaube, Watzlawick ist das ja dieses Hammerbeispiel, dass einer Hammer ausleihen möchte vom Nachbarn und dann steigert er sich so rein, dass er denkt, der will mir den gar nicht ausleihen.
Schützlein und ist das halt immer Gedanken, warum der ihn nicht mag und dass er das gar nicht machen würde. Ich weiß gar nicht, was dann zum Schluss passiert. Ich glaube, er geht dann hin und entweder schlägt er den. Er denkt die ganze Zeit, ich würde mir den Hammer ausschlagen. Und dann traut er sich aber nicht und in seinem Kopf, so wie du es beschreibst, in seinem Kopf geht ein Film ab, der völlig irreal ist, von wegen, der will mir den nicht leihen. Das hat aber mit der Realität nichts zu tun. Dann klopft er endlich an und sagst, du Schwein, warum willst du mir deinen Hammer nicht leihen? Ja, so ich glaube, er sagt so, ich brauche deinen scheiß Hammer. Ja, genau, so ähnlich. Also wie kommt jemand von so einer, wie würde man sagen, so einer Schleife da im Kopf, dass er sich so da in was reingeredet hat? Also es hat ja verschiedene, diese Ängste haben ja verschiedene Aspekte, also entweder vom Virus oder vor der sozialen, vor dem sozialen gedisst werden. Das ist vielleicht auch gerade unter jüngeren Leuten der Fall, dass die dann halt aus ihrer Gruppe da, Facebook-Gruppe rausfliegen oder so, wenn sie sich eben nicht impfen lassen wollen oder sowas in der Art. Aber also wie kann man das durchbrechen, dass jemand auf so einem Trip festhängt, so eine Schleife im Kopf hat vielleicht? Gibt es da Methoden? Es erscheint mir schwierig, weil da ist jetzt so eine weitere Assoziation, das ist mit toxischen Kulten. Also wenn Sie beispielsweise diesen Nexium-Kult nehmen, der mit dem Kifrinier in den USA. Mhm. Ich beschreibe es kurz. Also das ist ein Kult von Leuten, die von einem dieser üblichen, das ist ja fast immer sexueller Missbrauch, sexuelle Ausbeutung, von irgendeinem Mann, Keith Raniere, gegründet wurde. Der hat einen Haufen Frauen überwiegend, auch ein paar Männer waren dabei, aber überwiegend Frauen um sich herum geschart. Die mussten dann allerdings auch wie bei anderen Kulten natürlich erstmal ihr ganzes Vermögen abgeben. Aber sie waren eben auch Missbrauchsopfer und haben es nicht gemerkt. Und haben andere mit reingelockt. Das wurde so bizarr, dass die da teilweise den Frauen Brandzeichen verpasst haben, bis dann endlich, da waren auch bekannte Schauspieler darunter, bis dann endlich eine von denen ausgepackt hat und dann kam es alles zur Explosion. Inzwischen sitzt er, glaube ich, für den Rest seines Lebens im Knast. Richtig. Ja, und an sowas denke ich jetzt auch, wenn ich mich frage, also man wird ja ständig gefragt, wie ist denn dein Impfstatus? Also wann bist du denn geimpft worden? Mit welchem Impfstoff? Dann wird darüber gefachsimpelt, ja, ich habe den Mercedes der Impfstoffe und dies und das und jenes. Das heißt, wir haben ja wie bei so einem toxischen Kult, da müssen die Kultmitglieder benutzen eine Sondersprache. Die haben wir ja auch mittlerweile. Also viele Begriffe, die gesamte medizinische Terminologie wurde schlagartig geändert. Die benutzen die Sondersprache, die haben diesen engen Zusammenhalt in der Gruppe und Außenseiter werden entweder gemieden. Mittlerweile ist man ja dann auch so eine Art Infektionsrisiko, wird man als solches wahrgenommen, wenn man eben nicht geimpft ist. Und die verhalten sich im Grunde wie Mitglieder in einem toxischen Kult und der Oberguru sitzt im Fernsehen und erzählt ihnen, was sie glauben sollen. Also auch da komme ich nicht auf eine andere Schlussfolgerung, als zu sagen, mich erinnert das sehr, sehr stark an das, was in diesen Psychosekten, in diesen toxischen Kulten abläuft. Und wie kommen die Leute da raus? Naja, das Einfachste ist, den Fernseher abschalten. Nein, ich meine in den toxischen Kulten jetzt. Also da gibt es ja auch immer Aussteiger. Also wie passiert das dann? Das ist oft nur jahrelang haben die Betroffenen das Gefühl, dass sie vielleicht doch recht haben, was da im Kult gesagt wird. Die kommen nahezu nicht raus. Das ist ganz, ganz extrem schwierig. Und da ist die Frage, also das hat ein Geheimdienstler, ein Betsmenow, hat das mal in den 1980er Jahren im amerikanischen Fernsehen hat er gesagt, ihr Amerikaner, ihr seid im Stadium der Demoralisation. Also das ist eine Psy-Op, eine große Operation gegen das amerikanische Volk von Seiten der Russen. Und wir haben uns demoralisiert. Wenn man eine Generation nach diesen ganz anderen Idealen ausbildet, und das haben wir gemacht, wir haben eure Schulen und die Universitäten durchsetzt und es ist der Jahrgang ist jetzt ausgebildet. Und diesen Leuten könnt ihr die Wahrheit erzählen, noch und nöcher. Ja. Die werden euch nicht mehr glauben. Und ihr müsstet ihnen schon in den Hintern treten, also er hat es dann noch drastischer gesagt, bevor
so jemand noch aus diesem Zustand der Demoralisation überhaupt rauskommt. Dazu passt das Beispiel, wenn wir schon bei toxischen Kulten sind, von diesem berüchtigten Jim Jones, der in den 70ern so einen Kult gegründet hat. Ja. Und dann nach irgendwo Guyana, glaube ich, Jonestown, ja, mit, ja, über 900 Leuten gegangen sind. Und die haben dann massenhaften Suizid begangen, weil er gesagt hat, ihr müsst jetzt dieses Zeug trinken. Das haben sie getan und waren alle tot. Ja. Die wussten, dass sie sterben. Ja. Und trotzdem haben sie es getan. Ja. Das passt zu dem, was wir jetzt gerade erleben, würde ich sagen. Ja. Nee, die wissen es ja nicht. Die sind auf der Schiene, die Sie gerade beschrieben haben. Die wissen es nicht. Und selbst wenn man es ihnen sagt, deswegen sagen wir auch, es hat wenig Sinn, den Überzeugten zu versuchen, das auszureden. Ja. Selbst wenn man es ihnen sagt, sie sind, so wie Sie gesagt haben, demoralisiert und sie sind gar nicht mehr fähig, die Wahrheit zu erkennen. Ja. Also wir müssen sehen. Also ich rechne ja darauf, dass wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten erhebliche Konsequenzen dieser sogenannten Lockdowns erleben werden. Also ich denke mal, der Mittelstand ist ja relativ stark zerstört und die Steuerzahlungen werden, wenn die alle Insolvenz anmelden, werden demnächst ausfallen und dann werden wir hier wahrscheinlicherweise reichlich wirtschaftliche und finanzielle Konsequenzen ernten. Vielleicht ist das ja ein Grund, dass mehr Leute aufwachen können. Ja. Man wünscht sich ja, jeden Einzelnen retten zu können. Also, das ist ja ein Kampf im Moment, wo man sagt, man versucht vielleicht von den äußeren Rändern hier derjenigen, die schon spüren irgendwie, dass irgendwas nicht richtig läuft, dass man versucht, diese Leute jetzt auf die Seite zu bringen und zu sagen, hier, guckt euch das doch mal an, was hier läuft. Könnt ihr das nicht auch erkennen, dass hier grundsätzlich was schief läuft? Ja. Wenn wir uns vor Augen führen, dass ja hier Menschen eine große Veränderung wollen, einen Great Reset wollen, und dass das Menschen sind, die hunderte von Milliarden zur Verfügung haben, um ihre Wünsche umzusetzen. Ja. Wenn wir dann uns vor Augen führen, was wir alles wissen, das, was Sie eben berichtet haben und was sonst noch viele, viele kluge Psychologen studiert haben, entwickelt haben, wie viele Institute es gibt, die für die Werbung nichts weiter tun, als uns täglich beeinflussen, dass wir ihre Produkte kaufen oder dass wir ihre Art zu leben dann versuchen, zu unserer zu machen. Das heißt, es ist eine riesige Industrie, die dort professionell gelernt hat, weiter ausprobiert, wie man Menschen beeinflusst. Mhm. Und wenn wir jetzt dann sehen, dass unsere Medien diesen ganzen Apparat offen stehen, dass unsere Regierung uns nicht davor schützt, dass man solche Dinge mit uns macht, sondern im Gegenteil, dass auch noch dem gar nichts entgegensetzen kann, dass dieses massive psychische, diese massive Beeinflussung, diese Angstmache, mit der man uns lähmt, dass die so reibungslos funktioniert, dann, glaube ich, liegt es auch daran, dass dieser Mechanismus, der sonst in einer Demokratie herrscht, dass man auch Erfolg haben kann, indem man Nein sagt. Ja. Eine Opposition, die bei Blödsinn Nein sagt, die wird man nicht mal gewählt. Mhm. Die sagt, die kann damit richtig gut Erfolg haben, dass sie sowas enthüllt, dass sie solche Sachen aufdeckt und dass sie sagt, komm weiter nicht drauf rein. Und das versagt zurzeit bei uns, das ist weg. Ja. Ja. Deshalb sind wir so ein bisschen fassungslos. Und in solcher kleinen Nische wie hier im Corona-Ausschuss, da können wir uns darüber Gedanken machen. Mhm. Aber wir sehen dann plötzlich die Menschen, die diesem riesigen Apparat mit unheimlich viel Power, das sind ja wahnsinnig große Institutionen, die da beschäftigt werden. Und hunderte von Psychologen und Soziologen, die man hier bezahlt, um uns das machen zu lassen, was diese Menschen mit viel Geld mit uns machen wollen. Und ich glaube, dass wir brauchen so ein Selbstbewusstsein als Oppositionelle, als Demokraten, dass wir sagen, komm, nur weil ihr Geld habt, könnt ihr uns doch nicht einen komischen Film vormachen, sondern lass uns mal wieder treffen, lass uns das Ganze mal hinterfragen. Und wir müssen so eine Art Selbstbewusstsein entwickeln, welches auch dadurch entsteht, dass wir sagen, guck mal, der Kaiser ist nackt. Das ist wirklich so. Ja. Wir machen das alle mit, nur weil da einer viel Geld hat und weil das alle machen. Und das haben wir doch in der Geschichte schon so oft erlebt. Komm, lass es mal wieder vernünftig werden. Lass es mal wieder aneinander Freude haben und die Angst mal wegschmeißen. Und diese Mechanismen, die geschehen wahrscheinlich nur im Dialog und da, wo Menschen sich treffen. Und wir werden uns treffen, auch wenn man es uns verbietet. Wir werden uns treffen
Und wir werden diese Kultur pflegen, die demokratische Kultur ist. Also ich glaube, also so schätze ich das ein, das ist ein Leben auf Sterben oder Leben. Also wir haben mittlerweile gar keine Optionen mehr. Ich möchte diese Zeit des Great Reset ehrlich gesagt persönlich nicht erleben. Dann möchte ich lieber tot sein. Also mir ist das auch egal. Mir geht es da wie meinem Kollegen, dem Herrn Dr. Sarnes. Mir ist alles egal. Ich will ein Menschen, ein menschliches Leben leben. Ich möchte lieben. Ich möchte Gutes tun und ich möchte mit anderen Menschen mich treffen. Ich möchte lachen. Ich möchte Mensch sein. Und wenn mir das verweigert werden würde, dann würde ich lieber tot sein. Das ist genau das, was wir auch in der Verfassung ja als oberstes Ziel haben. Die Menschenwürde, die besteht darin, dass Menschen unterschiedlich sein können und dass Menschen alle gleiche Rechte haben, dass sie sich auseinandersetzen müssen miteinander, mit ihren unterschiedlichen Interessen. Die Menschenwürde besteht darin, dass man, und die ist gefährdet, wenn da jemand kommt und sagt, die Menschen sein sollen, was sie zu tun haben, die Menschenwürde weg, dann sind die Menschen ein Mittel für irgendetwas anderes. Menschen sind keine Mittel. Menschen sind in sich ein Selbstzweck für sich selbst und müssen sich mit anderen Menschen auseinandersetzen. Schauen Sie, wenn wir das von unserer Herkunft her sehen, also wenn wir uns als christliche Nation verstehen, wir sind Gott ebenbildlich geschaffen, so steht es in der Bibel zu lesen. Das heißt, wir haben natürlicherweise diese Würde und wir können auch nicht verbessert werden als Gottes Ebenbilder. Ja, wir können nur versuchen, wir sollen uns fernhalten von Übeltaten und so weiter. Das ist klar. Wir sollen auch versuchen, Gutes zu tun. Aber das ist unsere christliche Herkunft. Und das ist ja eingeflossen auch in unsere ursprüngliche Gesetzgebung. Das Grundgesetz ist ja nicht unabhängig von dieser christlichen Tradition entstanden, sondern sogar eher abhängig von dieser christlichen Tradition. Und ich sehe es genauso, wie Sie es auch sagen. Die Würde des Menschen ist nicht antastbar, weil, jetzt sage ich das jetzt als gläubige Christin, weil sie uns von Gott gegeben wurde. So oder so. So oder so nicht antastbar. Die Amerikaner haben in ihrer Verfassung als obersten Grundsatz, dass jeder das Recht auf die Pursuit of Life, Liberty and Happiness hat. Also Leben, Freiheit und fröhlich sein. Dieses Recht, darauf hat man einen Anspruch. Das ist das, oder die Menschenwürde kann man auch so ausdrücken, das ist das, worum es geht. Das geht um Menschlichkeit. Und wir setzen uns jetzt aber gerade mit Leuten auseinander, die genau das zerstören wollen. Das ist der erste Schritt, um uns über die Digitalisierung in diesen völlig irren Transhumanismus zu bewegen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, und diese Erkenntnis wird nicht sehr vielen Leuten gelingen, es ist ganz wichtig, um richtig reagieren zu können, dass man genau diese Erkenntnis hat. Es geht hier nicht darum, kann die Gesundheit so oder so besser geschützt werden. Es geht um Leben und Tod. Wenn wir uns nicht wehren, sind wir tot. Also wehren wir uns. Ne? Das ist keine andere Wahl. Einfache Formel. Wenn man Transhumanist ist, dann strebt man etwas an, was mit der Menschenwürde nicht mehr kompatibel ist. Ja. Dann ist da Schluss. Dann ist der Mensch, wie wir ihn kennen, nicht mehr da, sondern dann ist er irgendein gesteuertes Wesen wie eine Ameise im Ameisenhaufen. So ist das. Und er wird subhuman. Ja, genau. Der Mensch, der diesen technischen Eingriff an sich machen lässt, wird subhuman. Ihm wird zwar versprochen, gottähnlich, sich zu verbessern, aber er verliert ja seine Freiheit. Was wissen wir denn, wer hinter der AI steht, also der künstlichen Intelligenz und uns dann steuert? Gott ist keine Ameise und der Mensch ist auch keine. Nee. Stimmt. So sieht das aus. So sieht das aus. Ja, schon wieder ein bisschen mehr Aufklärung. Und schon wieder, das ist, glaube ich, wirklich, Frau Hilken, das ist der Dreh- und Angelpunkt für nicht nur für uns, sondern auch für die da draußen noch unterwegs sind und wie in Metropolis sozusagen mit ihren Masken im Gleichschritt laufen. Wenn man diese Erkenntnis
weitergeben könnte. Aber ich fürchte, das wird nur wenig gelingen, sondern es wird unter uns bleiben bei diesen, sagen wir mal, 20%. Ich glaube übrigens, das ist in den nicht entwickelten, in Anführungsstrichen, Ländern wesentlich besser, das Verhältnis. Wir werden das gleich aus Indien noch hören. Ich glaube, diese Erkenntnis ist die entscheidende, dass man der Wahrheit ins Auge blicken muss. Die ist zwar ganz schön furchtbar, aber wenn man das nicht sieht, ist man verloren. Also müssen wir im Angesicht dessen, was sich hier abspielt, müssen wir handeln können. Ja, Frau Hilken, ganz herzlichen Dank.